Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Plague Tale. Die Episode ist ein bisschen was Besonderes, denn ich werde es hier in 60 FPS aufnehmen und spielen. Und ich hoffe, es kommt dann auf YouTube dann ganz gut an und ist bildtechnisch dann wesentlich schöner. Gebt mir da auf alle Fälle Feedback, wie die 60 FPS für euch sind. Okay, wir sollen nach wie vor hier in den Turm rein und meine Vorsehung ist, dass wir mal jetzt da runtergehen, dass dann gleich Leute kommen werden. Weil das ist es einfach viel zu offen und es hat Gras hier. Es wäre einfach viel zu einfach. Also, wir warten bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Problem ist, wir haben ja einen Typen mit Helm. Und den können wir nichts antun. Den können wir killen, theoretisch. Sollen wir das machen? Dann haben wir einen weniger. Ich würde aber gern mit Steinen gehen. Hä? So, und er wird jetzt dann vermutlich rauskommen. Und sehen, dass sein Kollege tot ist. Ja. Vorteil von dem ist, wir werden dann gleich die ganzen anderen Gegner sehen. Findet den verdammten Mörder! Oh fuck. Ich hab sie! Oh, wir wurden entdeckt! Okay. Das war jetzt nicht so schlau. Sie mich hier drin? Ja, fuck. Jetzt kommen sie. Ja, nein, lass mich laufen, lass mich laufen. Okay, er ist tot. Und da oben haben wir noch einen. Nein. Ja, kommt der runter? Ich glaube, es ist vorbei. Lauf da oben drauf, dieser Palisade da. Du hast mich nicht gesehen. Okay, dann haben wir schon mal zwei weniger. Da drin gibt es was zum Sammeln. Schnappen wir uns den Typen. Ach, Bogenschütze. Ja, dich machen wir fertig. Wenn er jetzt runtergeht, wäre das sogar echt geil. Von da. Na. Oh scheiße, ich habe Feuer ausgewählt. Hätte gern Stein. Keine Zeit zu verschwenden. Cool. Gehen wir erstmal hier rein. Was blinkt da hinten? Ach, das ist nur so ein Teil. Ah, das bringt uns jetzt nicht sehr viel. Aber wir schauen trotzdem mal wegen dem Loot. Oder können wir nach oben? Guten Tag. Ich hab's doch gewusst. Komm, geh mal bitte wieder raus. Und, da hat's ein Feuerding, was wir jetzt aber noch nicht brauchen.
Oh, da ist ja noch einer. Wo stecken die nur? Shit. Hattest du jetzt einen Helm oder nicht? Ich habe jetzt nicht so genau hingesehen. Ist jetzt Haus? Na los, na los! Ja, kein Stress. Aber gut zu wissen, dass da noch einer ist. Was haben wir hier drin? Gibt's da. Ja, da können wir uns nur wieder verstecken. Oh, ich glaube, ich mache die Tür mal hier auf. Für eine spätere Flucht. Ich sehe jetzt mal keinen hier. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Oh, was? Oh, holy shit! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind uns gefolgt! Nein, wir haben keine Zeit! Wir müssen fliehen! Arno, wir haben Gesellschaft! Los, finden wir sie! Ja, toll. Wie können wir nochmal das Licht wegmachen? Ihr Ratten lasst mich nicht durch, oder? Ich glaube, wir haben ja zu viele Gegner auf einmal. Das sind die! Aus dem Weg! Okay, und der andere? Er hat halt einen Helm. Da können wir nichts machen. Shit. Wie kommen wir jetzt da nach hinten? Wir müssen da mit einer Fackel da nach hinten gehen. Wie kriegen wir seine Fackel aus? Vielleicht hier mit dem Stein werfen? Ja. Ein Geräusch? Was ist das? Naja, ich kann die Fackel nicht ausmachen. Nichts, gar nichts. Kleine Mistviecher, beruhigt euch mal! Schlecht. Der sieht uns halt sofort. Wie kriegen wir dich weg? Was machst du da? Ja, Gott sei Dank. Tut dir das angeblich nix. Okay, ich glaube, das hat er nach wie vor nicht gesehen. Uns doch. Oder auch nicht. Wir brauchen mehr so Feuerzeugs. Nein, das hast du nicht gesehen. Schon wieder? Mal nachsehen. Ja, ich hab's gewusst, dass. Was ist das? Das mit dem Ablenken ist echt gut. Tja, niemand hier. Komm, geh bitte nicht weiter. Na, wenn ich weitergeht. Ich euch erwische. Von hinten anschleichen. Was? Warum kann ich jetzt nichts machen mit dir? Die stechen, aber ich kein Messer hab. Nein! Glaub mir, das war der Anfang.
Fuck. Ah, ich komme hier auch nicht weg. So ein Scheiß. Nein. Ah, ich kann jetzt nichts anderes auswählen. Mann. Ja toll, jetzt bin ich da in einem Loop drin mit ihm. Bringt's was, wenn ich das mit Feuer mache? Ja, nee. Da habe ich jetzt verkackt. Okay, er brennt. Oh, toll. Ja, natürlich, das sind hier die Ratten. Ach, so ein Scheiß. Warum kannst du denn mehr machen? So, schnell weg hier. Keine Sorge, ich finde euch. Jetzt finde ich euch. Ihr seid erledigt. Oh nein. Kommst du hier rauf? In Frieden ist es wirklich. Wir wurden entdeckt. Ja, ich weiß. Ja, und da ist er wieder. Scheiß. Müssten wir da hin? Oh fuck, das sind ja noch mehr Ratten. Wie komme ich denn jetzt da unten hin? Oh ja, bitte lauf weg. Währenddessen machen wir wieder so Ignitius-Ding. Okay, ich glaube, das war jetzt dezent Bug-Using. Okay, jetzt schnell zum Tor. Schnell rein und dann sind wir safe. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Wodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudan zu Hugo. So, und an der Stelle gibt es mal einen kleinen Cut für euch. Ich bin gleich wieder da. So, da, und da bin ich auch wieder. Naja, schaut's auch gar nicht mal so schlecht aus. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge
Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Z wie Zeus. Hab ich aber kein Z. Z wie Zeus. Wo hast du das mit den Symbolen her? Hier hinten ist auch nichts. Lass mal kurz zwingen. Na, das will ich eigentlich nicht. Ich will die Schleuder. Aber mit Steinen. Z wie Zeus. Das Einzige, was so Z-ähnlich ist, das wäre das da. Probieren wir mal. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Und fertig. War's das? Stab mit zwei Schlangen. Vielleicht das hier. Was ist hier? Also, Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Eine Halskette. Das müsste Venus sein. Okay. Und wie haben wir es hier? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Gott, was könnte man da nehmen? Nee, das hatten wir auch schon. Ja, lassen wir mal das da. Und hier. Das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, cool. Oh, sieh nur. Der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Sofern er denn noch lebt. Magister Vaudin, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst. Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Er ist ja mal gut drauf. Ich glaube, mit dem werden wir noch ganz gut auskommen. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich habe Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Also ein Dialog wäre jetzt nicht schlecht gewesen, wie es jetzt weitergeht. Aber Kapitel 3. Eine Bürde des Blutes. Ich glaube, danach geht die ganze Stadt unter. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule.
Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Wetten, dass das wieder in einer Teilkatastrophe endet? Oder machen... Naja, okay. Boah, sieht das geil aus hier mit dem Wasser. Dieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Wie schaut jetzt die Stadt aus? Oh, schaut euch das Wasser hier auf dem Stein an. Irre. Mega, wie das aussieht. Oh, die sind immer noch da oben. Okay. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudor ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein. Na. Wir brauchen eine andere Lösung. Wie? Jetzt komm mal runter. Das sind... träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Oh, und er ist nach wie vor da. Der Arme. Was auch immer er gemacht hat. Und keiner mehr am Markt. Alles abgeräumt. Ja, es schifft ja auch. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mann, ich wollte dazu eigentlich zuhören. So schön. Ah, kommt da mit dem Brunnen da hier. Da ist es. Schade, aber zumindest habe ich es mal probiert. Sieht aber nicht so aus, als ob wir hier rauskommen, oder? Alles klar. Oh. Bist du bereit? Nein. Ja, gehen wir. Und Save Point. Ist schon mal gut. Oh, cool. Jetzt auf einmal tut es nur so ein bisschen tröpfeln. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel. Der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles geflügelt, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch! Saftige Bratenstücke! Köstliches Fleisch! Köstlich ist klar. Hört nicht auf diesen Lügner! Also, die Gerüche hier, glaube ich, sind sicherlich sehr interessant. Und ich will nicht wissen, wie lange das hier alles schon liegt. Oh mein Gott. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst! Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Oh, das wird schon. Guck mal, es kriegt fünf Stücke von irgendwas. Ach, da geht's runter. Die Atmo. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Wahnsinn. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Okay. Was ist hier los? Aufstand! Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Kein Zutritt! Zu eurer eigenen Sicherheit! Sperrt uns nicht aus! Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist! Meine Kinder sind da drin! Wir wissen, dass was nicht stimmt! Was verschweigt ihr uns? Ja, also die handeln das schon mal sehr gut. Weiter nach vorne können wir nicht. Hier ist die Menschenmasse. Ja, was wäre jetzt hier ein anderer Weg?
Weil hier ist irgendwie so offen. Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Oh, wie kommen wir da rein? Warte. Aber ist doch gut gesehen. Nee, boah, wie eklig. Das sind Innereien und so. Okay. Hier lang, Amicia. Okay, jetzt sind wir hier. Und sind gleich wieder weg. Oh, nicht zumindestens wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Nicht nachdenken und nicht atmen. Nein. Er ist voll mit dem Gesicht rein. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, Lukas. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So, ich muss mir gerade das Kotzen verkneifen. Die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Hör auf damit. Ich muss kotzen. Also, du machst dich besser. Boah, bloß hier weg. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Ach, da müssen wir doch. Oh, Kiste mit Materialien. Sehr gut. Immer her damit. Aber war ja klar, dass der Ausflug natürlich wieder nicht einfach wird. Der Karren steht im Weg. Ja, dann tut man halt runter. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Ratten! Mal wieder! Oh nein! Nein! Nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell! Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachbarn. Ja. Ja. Okay, dann einmal da hinten. Wir sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Naja, gut, wir haben aber die Sache hier. Es ist so eine coole Funktion da. Sie wollen das Fleisch. Hier rüber? Ja. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Ja, den können wir ihnen auch geben. Dann sind sie da erstmal abgelenkt. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Ja, ziemlich sicher sogar. Wo müssen wir jetzt eigentlich mit dem Wagen hin? Sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? So, ihr habt jetzt mal Spaß da hinten, aber das reicht nicht. Was haben wir jetzt den Kahn hier bewegt? Das hat er jetzt gar nichts gebracht. Ich glaube, ich muss das Licht hier ausmachen. Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Ja, ist ja gut. Okay, ja, du kommst jetzt hier nicht rein. Schön, dich wiederzusehen. Ja, komm, lass mich da durch. Bitte, danke. Sollen wir das da ganz ranfahren und dann irgendwie, keine Ahnung, zum Explodieren bringen? Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Ja, also einfach reinschießen. Oder wie? Okay, ja, das ist die Antwort. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht.
Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Wah! Aber hey, da ist ein Messer. Oh, und da gibt es noch mehr Sachen. Bitte alles mitnehmen. Bei den Messern hätte ich gerne ein paar mehr. Bist du? Ah, da bist du noch so ein Topfding. Oh ja, es ist hell. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Und tschüss. Oh Gott, das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ich weiß. Ja, was soll ich denn machen? Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein! Scheiße! Na, das hat sich wohl erledigt. Die Scheißnager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Hugo kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu, du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, oh, um die endlich! Extinguis, alles klar. Herstellen bitte. Fertig. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Finally. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, runter, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße. Nice. Miss Wolf verdient. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Aber spät mit dem. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Okay, ich würde eigentlich einerseits gerne nach da vorne hingehen und einerseits dann nach links. Ich glaube, ich habe was gehört. Okay, das hat sich erledigt. Wir gehen jetzt mal hier nach hinten. Oh, das sind Ratten. Dann gehen wir hier ins Haus. Wir müssen raus aus der Stadt. Ja, jetzt wart doch mal. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Ein Traum, den er seit Wochen hat. Ich weiß aber nicht, wie wir da in den Traum reinkommen sollen. Aber jetzt haben wir hier wenigstens so eine kleine Fackel. Wir können da vorne jetzt erstmal hin. Was auch immer da ist. Ach so. Das ist wieder das Pulver. Okay. Wir holen jetzt mal so einen neuen Stick. Gehen da nach oben. Wow, 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 wow. Pass auf damit. Der geht, aber da sind halt mehr Leute. Oh nein, sie verlassen die Stadt und der Kräuterkundler. Sag nicht, dass sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt! Ja, natürlich. Sonst hätten wir ja natürlich nicht so den Spaß. Das hört nie auf. Yeah, wieder eine Kiste. Sehr gut. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Ja, die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Soldaten! Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Ah, shit, das sind jetzt gleich zwei mit... Der Mann ist ein Kriegstreiber. Ihr Mistviecher scheint mich zu mögen. Zwei Fackeln? Dein Krug. Eine Extinguis-Fackel kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf-Extinguis. Könnte klappen.
Jetzt weiß ich, sie sind hier lang. Ganz sicher. Ah, da seid ihr. Okay, also mit dem Topf wäre es intelligenter gewesen, aber... Komm, das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ja, indem wir da drauf gehen. Ich hoffe, so, schnell nach oben. Durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. Ja, super. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los. Okay, schnell. Lauf. Komm schon, schneller. Bin direkt hinter dir. Ja, das geht sich doch super aus. Kurz die Frage. Ja. Wie kommen wir denn dann wieder rein? Gut gemacht. Schau, keine Ratten. Die haben uns an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, was? Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, man kann nicht aufkommen Mutter mit der hat gesagt, Insel. Dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Ja, bestimmt wurde ein gutes vor kurzem Zeichen. Noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Werkbank! Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie aber dir gleich Material. Mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier Schönes mit... Oh, den nicht lecken. Auf der Werkbank Schönes machen können. Schleuderalchemie-Ausrüstung. Ringgürtel. Ein weiterer Ring an dem Gürtel ermöglicht es, ein Mädchen zu sich Topf zu tragen. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzwerken zum Zerlegen von Töp... Was? Wir können jetzt Verwertungswerkzeuge selber herstellen? Okay. Alchemie, durch das Annähen neuer Taschen kann Alchemie zusätzlich alchemistische Munition tragen. Schleuder. Durch eine weichere Schuhe macht der Miese bei der Verwendung der Schleuder weniger Lärm. Oh ja, bitte unbedingt. Können wir das nochmal machen? Doppelhalterung. Zweites Mal schießen, bevor sie nachladen. Wir brauchen so ein Werkzeug. Eine Verwertung kann eigentlich bei Platzmengen zum Zerlegen von Töpfen, Messer, Pyrit und Bolzen. Ich glaube, ich gehe noch da mal mit der Alchemie noch. Das war's jetzt für so ein Werkzeug. Okay, das wäre Codex, Aufwerten, Fertigkeiten, Herstellung. Coole Sache. Schon besser. Praktisch. Passt. Haben wir hier ansonsten oben noch was? Blau bin ich. Wald des Kräuterkundlers. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, es geht weiter in der nächsten Episode und gibt's auf alle Fälle Feedback bezüglich den 60 FPS. Ob das aber gut ist oder ob wir weitermachen mit Standard 30 FPS. Also, bis denn dann und tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.